Skorpione, hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir schauen uns jetzt gleich die Energien für den Juli an. Kleine Info vorab, ihr findet unten in meiner Box alles, was ihr braucht, um mich zu kontaktieren. Es gibt Facebook, es gibt Instagram und auch eine E-Mail-Adresse, wo ihr euch gerne an mich wenden könnt. Das war es dann auch schon irgendwie mit der Einleitung. Ich will es immer relativ kurz halten, weil es ja schließlich auch ums Kartenlegen geht. Und ja, Juli, der Juli, es steht jetzt vor der Tür. Wir haben hier eine Situation, die aus der Vergangenheit kommt. Wir haben die Karte Tod, zeigt einfach eine Zeit an, ja, wo es sehr schwierig gewesen ist. Ja, das kann also eine radikale innere und äußere Veränderung gewesen sein. Es kann etwas sein, was mit einer Krankheit zu tun hatte, ja, dass ihr das jetzt überwunden habt. Das kann sein, dass hier eine Trennung vonstatten gegangen ist, die nicht ganz so einfach war. Ich meine, Trennungen sind nie einfach und ja, das also der Tod ist jetzt keine Karte, wo man irgendwie laut Juhu schreit, sondern der schon irgendwie mit wirklich tiefen Prozessen auch zu tun hat und natürlich auch für das Zeichen im Skorpion steht, ne? Dann haben wir hier unten und ja, wie gesagt, also das ist jetzt ein Blatt, das euch zeigt, dass die schwere Zeit vorbei ist, ja? Also hier tritt jetzt ein Wechsel ein. Das kommt jetzt langsam aber sicher. Vielleicht ist es bei dem einen schon soweit. Vielleicht arbeitet sich der eine oder andere auch hier hin und hängt hier noch so ein bisschen irgendwie in den alten Gefilden fest. Ja, also es, wir haben hier mehrere Karten, die zeigen, dass gerade was den Tod angeht, ja, also wo hier eine Beendigung stattgefunden hat, das deutet hier mehr oder weniger auf eine Beziehung hin. Ja, also dass hier sehr viele Erwartungen gestellt wurden, die vielleicht nicht erfüllt worden konnten von der anderen Seite. Ja, wir haben hier den reichen, guten Herrn liegen. Ja, also ne, das sieht aus wie ein Pärchen, was hier ist. Sie hat ihm viel erwartet. Er konnte das vielleicht in irgendeiner Form nicht erfüllen, dass es Streitereien gab, dass es dann hier irgendwie ja, zu einer Trennung geführt hat, wo man auseinandergegangen ist, weil es einfach super viel Mühe und Arbeit gewesen ist und sich das letzten Endes dann vielleicht auch für beide Parteien nicht gelohnt hat. Ja, wie gesagt, der Tod hat immer irgendwie mit Schmerzen zu tun. Also das ist nichts, was man jetzt irgendwie über den Schamm vor allen Dingen, über den Kamm mal eben kurz kehrt, sondern ja, also das ist schon etwas, was halt wie gesagt ein bisschen schwerer und tiefer geht und wo eventuell auch genau diese Erwartungen halt nicht erfüllt wurden. Wir haben die Karte Rejection, also das heißt, man ist abgewiesen worden. Ja, wie gesagt, diese Erwartungshaltung war einfach da und vielleicht ist das auch ein Muster, was sich schon länger mitzieht. Das kann sein, dass sowas aus der Kindheit kommt oder eben aus früheren Beziehungen. Ja, dass da eben etwas ist, was aufgeräumt und beleuchtet werden muss. Ja, das geht eben da halt um dieses Thema Ablehnung, ne? Ob man selber ablehnt oder abgelehnt worden ist und ob da eben Wunden sind, die jetzt noch Entschuldigung, gehegt und gepflegt werden sollen und die halt eben der Heilung bedürfen. Ja, wo, was eben etwas, was halt tief sitzt und da ist es wirklich ne, an der Zeit, euch die Mühe zu machen, beziehungsweise euch die Ruhe zu geben und auch die Kraft zu geben und da jetzt also wirklich in einen Neuanfang reinzugehen, damit ihr die Welt wieder umarmen könnt. Ne? Das ist das, was hier liegt für euch. Ihr seht hier, das ist eine Person, die ist ziemlich offen, die ist ziemlich cool, die ist hier mit der Blume des Lebens verbunden, die hat Bock aufs Leben, sieht die Dinge von oben, also auch aus einer höheren Perspektive heraus. Ja, die Karte Welt und die Umarmung kann eben auch bedeuten, dass man einen kompletten Neuanfang startet. Ja, dass man sagt, okay, ich lasse jetzt das Alte hinter mir. Ich habe jetzt wirklich auch aufgeräumt und meine Muster irgendwie ausgeheilt. Und das, ja, vielleicht ist es mit der einen Person nicht mehr möglich, aber letzten Endes ist es ja auch nicht so, dass man jahrelang irgendwie seine Verletzung mit sich rumschleppen soll, sondern eben auch in die Heilung gehen soll, damit man eben die Welt wieder umarmen kann. Und deswegen ist es auch wichtig, sich selbst auch zu lieben. Ja, ohne Angst irgendwie abgelehnt zu werden. Ne, weil wenn man diese Angst hat, dann zieht man das natürlich auch an Bord und kommt immer wieder in dieselben Situationen rein, ne, wo so ein fortwährender Kreislauf eben da ist. Wir haben hier oben auch eine Uhr, die dreht sich auch immer, ne, immer weiter. Und deswegen ist es jetzt eben wichtig, dass ihr euch auf euch selbst konzentriert, ja, also einen Selbstrespekt entwickelt. Das wird euch nämlich anziehend machen für romantische Liebe, falls jemand romantische Liebe haben möchte, ja. Also das kommt auch hier in dem Blatt vor, dass das wird sich dahin entwickeln. Ich sehe das jetzt nicht unbedingt mit dieser Person aus der Vergangenheit, ja. Das kann sein, dass hier nochmal irgendwie was aufflammt. Das sieht aber eher so aus, als ob hier jemand Neues an den Start kommt, ja, oder ja, ist etwas, was mit wahrer Liebe zu tun hat. Ja, also das ist auch das, was die Karten hier ankündigen. Hier ist wahre Liebe auf dem Weg. Und hier gibt's die Romanze des Lebens. Wie gesagt, für den einen oder anderen kann es eben sein, dass das hier mit der vergangenen Person nochmal neu aufflammt.
Ja, also da müsst ihr eurer Intuition folgen. Also wenn ihr das hier nicht ausgeheilt habt, dann wird das ein bisschen schwierig, sage ich ganz ehrlich. Ja, deswegen ist die Heilung halt so wichtig und dieses Selbstrespekt haben und sich selbst zuerst lieben, damit die Dinge in Heilung gehen können. Und für andere ist es eben so, dass hier ein kompletter Neuanfang jetzt erstmal kommt. Wir haben hier die Karte des Narren, zeigt eben auch, dass hier etwas Neues beginnt. Der wird oft auf anderen Karten mit verbundenen Augen dargestellt, jagt einem Schmetterling hinterher, ist am Abgrund unterwegs, aber folgt trotz allem seiner Intuition. Ja, also das ist eben auch wichtig, da der Intuition jetzt zu folgen, in welche Richtung ihr euch entwickeln möchtet. Ne? Kommen Ängste hoch, der Tiger der Angst, der kommt und beißt und knabbert hier so ein bisschen, aber hier geht es eben auch darum, den Schmetterling freizulassen und selbst zum Schmetterling zu werden, damit man eben die Welt wieder umarmen kann. Die stehen hier also auch beide mit ausgebreiteten Armen da. Ja, und die wahre Liebe haben möchten, also begebt euch in diese Position, in diese Körperposition, um wahre Liebe empfangen zu können. Ja, also die wahre Liebe, die ist jetzt auf dem Weg. Es geht darum, das Herz frei zu machen. Ja, hier haben wir die Herzensenergie, also das brennende Herz und eben Blockaden aus der Vergangenheit hochzuholen an die Oberfläche und die Blockaden zu sprengen und eben auch den Weg zu bestreiten und sich dann eben bewusst auf den Weg zu machen, Veränderungen zuzulassen. Ja, und nicht immer am Alten festkleben zu bleiben, sondern wirklich zu sagen, okay, ich fange jetzt an, hier, wie gesagt, die Welt zu umarmen. Ich nehme meine Kraft zurück, ja, auch für die, die jetzt hier durch die Karte Tod wenig Kraft hatten, vielleicht auch depressiv geworden sind, wo es einfach eine schwere Zeit gewesen ist. Da geht es jetzt darum, hier das Ast der Stäbe zu erobern, ja, also den leuchtenden Stab, den Zauberstab in die Hand zu nehmen und sich den Weg jetzt wieder zu erleuchten und in die Kraft reinzukommen und so ein bisschen Feuer zu sein. Sammeln und ja, dann eben auch die Entscheidung zu treffen, halt Blockaden loszulassen, um eben die richtigen Entscheidungen zu treffen, auf den richtigen Weg zu kommen. Ja, damit diese Veränderungen hier auch eintreten können und damit Freude kommen kann. Ja, also Kelche, die überfließen, die miteinander verbunden sind. Das ist eine sehr harmonische Karte, ja, die eben zeigt, dass hier die Gefühlswelt geheilt ist. Okay, also für die, die jetzt halt noch hier in dieser alten Situation drinstecken, also beleuchtet das wirklich, ob ihr das noch braucht oder ob es jetzt nicht wirklich Zeit ist, das eine oder andere dann einfach hinter sich zu lassen. Und um diese Sturmwarnung, die jetzt aber noch auf der Vergangenheitsposition liegt, dann eben in den Griff zu bekommen. Also der Sturm, der zieht auch irgendwann mal vorüber, ja, dann kommt auch die Sonne wieder und man muss halt eben manchmal auch durch den Sturm gehen, um eben Veränderungen zuzulassen. Also diese Stürme, die kommen ja auch nicht umsonst und ein Sturm kann auch sehr reinigend sein. Ja, und da ist es, wie gesagt, wichtig, jetzt diese Fackel wieder in die Hand zu nehmen und ja, auch der Intuition zu folgen. Das habe ich ja gerade schon angesprochen. Wir haben hier die Karte des dritten Auges. Also da passiert jetzt gerade eine Aktivierung. Das kann mit Kopfschmerzen einhergehen. Ja, oder nur Druck im Oberkopf, also dass da eben das dritte Auge geöffnet wird, was für Intuition steht und für Träume und Visionen. Ja, und nur für die einen ist es eben so, dass das Vergangene, wie gesagt, losgelassen werden kann, weil die Visionen eben kommen, dass hier eine wahre Liebe auf dem Weg ist. Ja, also die einzig wahre Liebe, die dann eben kommt. Und ihr sollt euch bitte auch in Barmherzigkeit üben. Ja, also auch Barmherzigkeit euch selbst gegenüber. Es kann halt sein, dass diese vergangene Situation so ein bisschen hart gemacht hat, ja. Dass man den Schutzschild hochgefahren hat und die Rüstung angezogen hat und keinen irgendwie in irgendeiner Form an sich dran lässt, damit man nicht verletzt wird. Aber das ist ja letzten Endes dann auch nicht irgendwie Sinn der Sache, weil ihr sollt ja nicht alleine durchs Leben gehen, sondern eben auch ne, hier mit dieser wunderschönen Position, die die beiden zusammen haben. Und deswegen ist es eben auch wichtig, Barmherzigkeit vonstatten gehen zu lassen oder zuzulassen. Da könnt ihr mit dem Erzengel Zavkiel arbeiten. Also der wird euch weicher machen, der wird euer Herz öffnen. Ja, der wird kommen, um euch ein bisschen in die Gefühlswelt eintauchen zu lassen, ohne dass man mit sich selber Harakiri macht und ja, hier wieder in so eine Abwehrhaltung reingeht und das eben hervorruft bzw. heraufbeschwört. Ja, deswegen ist es, wie gesagt, jetzt wichtig, da diese Aufräumaktion zu starten und eben auch zuzulassen, dass hier dann Muster entfernt werden, die einen hindern, dazu ins Glück reinzukommen. Ja, wir haben also hier die Karte beglückende Veränderungen. Das ist das, was jetzt in der nächsten Zeit ansteht, auch mit der Karte perfektes Timing. Also ihr sollt darauf vertrauen, dass die geistige Welt euch jetzt zur richtigen Zeit, zum richtigen Ort führt, damit eben halt dieser Neuanfang gestartet werden kann.
Ja, und ihr sollt bitte auch darauf vertrauen, dass die geistige Welt für euch da ist. Ja, also wir haben hier auch eine kleine Uhr mit drauf, so eine Sanduhr, die eben zeigt, dass alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort stattfindet, damit eben auch diese beglückenden Veränderungen eintreten kann. Ja, damit hier auch die Arme geöffnet werden können. Ja, um sich eben dann dem Ganzen hinzugeben. Und wir haben auch die Karte Happy Family. Ja. Also wer diesen Wunsch hat, eine Familie zu gründen oder diese Energie, ne? Also Happy Family kann für jeden etwas anderes sein. Das kann mit Kindern zu tun haben, muss aber nicht unbedingt. Ja. Einige, ne, leben auch das Konzept ohne Kinder und einfach eine freie Beziehung. Und diese Happy Family Karte, die zeigt eben, dass Träume und Wünsche in Erfüllung gehen können. Ja, aber das geht eben nur, wenn ihr Veränderungen auch zulasst und der geistigen Welt eben auch vertraut, dass beglückende Veränderungen zur perfekten Zeit eintreten können. Ja, also macht euch da bitte offen und frei und versucht eben aus negativen Mustern auszubrechen, die euch hindern daran, dieses Leben führen zu können. So, wir haben jetzt hier die Karte. X-Chel mit Medizinfrau. Die lese ich euch jetzt vor. Muss sie eben finden. So, da haben wir sie. Hoffe, die sieht man so ein bisschen besser. Medizinfrau, du bist ein Kanal für göttliche Heilenergie. Macht einzufordern ist nicht das gleiche wie sie auszuüben. Das Einfordern beruht auf einer kindischen Trotzhaltung, die fürchtet, dass sie nicht bekommt, was sie will. Ja, das ist auch das, was ich hier vorhin angesprochen habe mit der Erwartung. Ja, da vielleicht wirklich mal drüber zu meditieren und nachzudenken, was Erwartung bedeutet und was man von anderen erwartet und selber geben kann. Das Ausüben dagegen beruht auf der Gewissheit, dass du ein Teil der göttlichen Gnade und Weisheit bist. Du kannst Kraft kanalisieren wie ein Blitzableiter. Verbinde dich einfach mit ihr durch eine unbeugsame Klarheit im Denken. Bleib bei deiner klaren Entscheidung ein Kanal für die dir innewohnende Kraft zu sein. Verbinde dich dann mit der großen Quelle und lass deine Kraft verstärken. So wirst du zu einer stabilen Verbindung vom Unendlichen für das Unendliche und zum Unendlichen. So, jetzt habe ich es. In anderen Worten ist alles Geist um dich, durch dich und zu jedem, den du heilst. Also auch die Selbstheilung hier mit dem, ja, mit dem, mit der Liebe zu sich selbst. Ja, das ist auch wichtig, ohne jetzt einen großen Egoismus zu entwickeln, sondern das also wirklich in den Ausgleich zu bringen und sich selber eben auch diese Liebe geben zu können. Ja? So, das Bedeutungsspektrum. Du bist eine Heilerin, du wirst geheilt. Diese Situation und ein von dir geliebter Mensch erfahren Heilung. Ehre dein Heilwissen und deine heilerische Fähigkeit. Lerne etwas über Heilung, lehre die Heilkünste, beginne eine heilerische Tätigkeit und fahre damit fort. X-Chel wird in uralten Zeiten von den Maya als Mondgöttin verehrt. Gemeinsam mit ihrem Gatten, dem Sonnengott, hat sie alle anderen Götter hervorgebracht. Als Verkörperung des Mondes steht sie eng mit den Gezeiten in Verbindung. Sie gebiert über den Regen und alle Aspekte des Wassers. Man nennt sie auch die Herrin des Regenbogens, denn ihre Essenz zeigt sich in den winzigen Wasserprismen, die den Regenbogen erzeugen. Ja, also hier haben wir auch den Regenbogen mit drauf. Ja, also, ne, Träume und Wünsche ist durchaus in der Lage, Träume und Wünsche in Manifestation zu bringen und das so umzusetzen. Als Muttergottheit hilft Ixchel bei allen Fragen der Fruchtbarkeit und Geburt. Sie ist auch eine mächtige Heilerin, die sich noch an das Erscheinen der ersten Menschen auf diesem Planeten erinnert. Und sie kann dich in deinen Wurzeln als spirituelle Heilerin verbinden. Auch eine sehr schöne Karte, die euch eben unterstützt, um ja, diese Dinge loszulassen und auszuheilen, für die jetzt da gebremst wurden. Ja, vielleicht auch, wie gesagt, hier dieses Ablehnungsprinzip, was übernommen wurde, da dann eben auch mit auszuheilen und sich das Leben auch so zu gestalten, ja, dass wahre Liebe eben auch kommen kann. Ja, und dann, also in wahrer Liebe gibt es auch keine Erwartungshaltung. Das fließt von ganz alleine und so, wie es sein sollte, ohne dass man jemanden unter Druck setzt oder selber unter Druck gesetzt wird.
Ja, und damit hier eben diese Heilung vonstatten gehen kann und das Herz sich öffnen kann, ist es eben auch wichtig, dann die Entscheidung zu treffen, ja, und dann die Welt zu umarmen und ja, Bock aufs Leben zu haben. Ja, also lasst bitte euer Licht strahlen, denn ihr werdet gebraucht. Alles Liebe, bye bye.